Schönen guten Abend. Buhe für Leute, heute hätte ich mir nicht gedacht, leicht hast. Ne? Geht's euch? Gott sei Dank. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Bertel Schorsmeier. Wer es nicht versteht, auf Steirisch heißt die auf Hochdeutsch Engelbert Buhmeier. Hat aber mit dem Stinken nichts zu tun, das ist beim Machen so geworden. Warum ich heute da bin? Boah, der geht mal durch. Ich möchte was gründen. Vermülle ich nicht, sagst du, das war Blödsinn. Auch kein Bienenzuchtverein, ein Gesangsverein, da ich gerne gründen. Was hast du gesagt? Der Geschäftsführer schaut aus. Himmelsacker. Mein Stimmgabel. Aber so bin ich schon fest, auch gleich. Ha? 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 Ja. Entschuldigung für mich, die Damen. Brauchst nicht wegschauen, ist ja nichts drin. Ja, wie gesagt, ein Gesangsverein würde ich gerne gründen. Er muss nicht so groß sein, ich fange halt gerne klein an, gell? Also ein Quartett würde ich mir vorstellen. Ein Quartett, wer sich das nicht vorstellen kann, das ist die Steigerungsstufe für ein Tritett. Tri sind drei, Tri. Es ist wie geschrieben mit harten D und dann hinten nachgehört ein paar Buchstaben. Quartett. Ja, Namen hätte ich auch schon fürs Quartett. Eben also vorgestellt, so der Namen, Oststeirisches Hügelamt, Gaudelspeck, Quartett. Gefällt euch der? Frisch, saftig, steirisch halt, ne? Ja, ist wurscht. Ja, der Name war da. Und dann haben wir schon ein Gründungsmitglied da schon. Das bin ich. Das mehr ist nicht ausgegangen. Immer mit mir schon eine Vollversammlung gemacht, meine ich. Boah, da ist zugegangen da dabei. Zwei Durchsterne. Ich habe mir was mitgebracht da. Kreuzsacke. Sag ich nicht, dass ich Bier trinken. Für einen Doppelgeißel gehört der Apfelmaus für die Stimmbandeln. Senkbirchel. Glasel, weil die Flaschen trinkt man nicht, das gehört sich nicht. Eine Stimmgabel. Mal dort der Harry mit dem Schweinsbraten um dran, aber den kann ich gut für Stimmgabel verwenden. So. Ja, wie gesagt, nicht. Haben wir die erste Ausschuss-Vollversammlungssitzung gehabt. Und dann haben wir mit mir selber gestritten und da war ich so narrisch. Da haben wir müssen gleich mal austrinken. Das passt gut, was das ist. So meinen Namen dazu und so ein Quartett, gell? Ja, und dann bin ich heim. Man heuern hat es mir ein bisschen mit der Haarspülen. Und ich muss auch gleich brüllen, nicht? Das Gesicht, gell? Und die brüllen gleitet nicht, aber ich schaue oben drüber und die Stirn war unten drin und. Weißt du, wie das? Also fort. Da war ich schon fort und da ist. Boah, da heuern hat es mir schon mit da hinschmeißen, gell? Die hinfallende. Jetzt muss ich das Lied studieren. Ja, haben wir schon alles durch. Ja, ja, ja. Da, ein Mitglied hätte ich schon fast gehabt. Mein Kollege Dino. Der ist nichts braun, der schmeißt es gleich wie mir. Der ist nichts zu singen. War ein klasse Bursch, aber. Da müssen wir erst vorher Radl fahren lernen, auf vielleicht also, einmal von Radl runtersinken, aber bitte. Also, dass ihr mal ein bisschen einen Geschmack kriegt, was ich da vorhätte, ich würde euch einmal ein Lied vorsingen, wenn ich gern bitte, datet, gell? Ja. Das heißt, hinter meiner Stadel dir, Seite 12, Absatz 4, ja, weiß nicht. Ist das gerecht? Denk, warte, jetzt ist zwei nicht drin. Weil jetzt muss ich die Stimmgabel, es ist ja der Kammer dann A, von dem geht es ja aus, gell? Jetzt muss ich mal schauen, wie das stimmt, gell? Ui, da bin ich erst beim C.
C, B, A. Wenn ich noch zwei Mal runter trinke, dann bin ich auch. Ich klebe den roten Button. So. Das Lied hinter meiner Stadeldir. Hinter meiner Stadeldir, da hockt der Jager, kommt mir vier, hat eine Flasche in der Hand, mei, der ist benannt. Ich denk, das war ein schlechter Wein, der kann gar nicht mehr aufrecht gehen. Der Wein hat ihm sicher geschaut, mei, der ist mir rot. Sollte ich Lieder singen? Wollt euch das? Da. Und auch was habe ich schon gehabt, einen Chorleiter, das war ein Trottel. Leck, mein Arsch. Ich komme da mit der Leute zu der Musikprobe, zu der ersten, gell? Sag ich, soll da aufsteigen? Steige ich da auf. Mach ich um. Zirke den nochmal aus, ein Auszieherleiter, gell? Sag ich, ja, auf, ich soll nochmal aufsteigen. Sag ich, bin ich kein Bergsteiger, will ich singen, ne? Ich sage, auf, ich bin hier halt aufgestiegen, ein bisschen Höhenangst haben wir, ne? Und wie ich ganz oben war, sage ich, was ist das gut? Sage ich, ja, das ist bei uns das hohe Zeh erreicht. Das ist ein Trautl, nicht? Das hohe Zeh, ein bisschen lauter steigen, ich bin ja Bari da und die dürfen das. Ja, scheiß, gell? Okay, gell, das gefällt dir, gell? Ja, ja. Ja. Trautl gibt's schon gemacht. Den habe ich gleich ausgekaut. Ja. Der war noch mehr Trautl wie ich. Ja. Die Sorten, gell? Die vier stehen da. Ja. Da, und da gibt es ja in Margrethen einen super Chor, einen MMMC. Margrethen meiner Chor, da wollte ich auch mitsingen. Zack, da hat es mir erst einig geschissen. Da, die singen so ausländerisch, gell? Slowenisch, Kroatisch. Und das also Lied wie La Competinara, oder wie das, La Competinara, wie heißt das eigentlich, gell? Da haut es mich aus. Und wenn ich da, da komme ich nicht zusammen, gell? Text lesen, singen, Melodie, was das. Und der Chorleiterin nimmt die, boah, Fäschi, ja, Fäschi. Und dann da stehe ich zum Beispiel in der ersten Reihe da und dann, boah, dann schaue ich noch ins Dekordei rein. Dann kommst du vier wie ins Land reinschauen beim Sepp Wacher, gell? Und da haut es mir voll aus. Das ist nichts für mich, das ist nichts für mich. Also will ich selber einen Gesangsverein gründen. Na, eine Episode heute noch, gell? Wollen wir oben trinken? Da werde ich mir besser. Ich wollte Musik studieren, gell? Hauptfach elektrisches Hochbrettel. Und dann studierst, muss ich Klavier dazu studieren. Sonst studierst du das nicht ganz durch. Und mein Tati hat noch aufgesagt: Schau deine Finger an, mit den Wurstelfinger, Klavier spielen. Das ist für dich nichts. Hab mir belampt da. Auf Deutsch Leid getan. sag er, du musst mit der Fleischerei, musst Fleischhocker lernen, ne? Ja, weiß ich, natürlich Fleischhocker lernen, ne? Und dann müssen wir nachher bei der Lehrabschlussprüfung ein Lied singen. Das war Prüfungsstar. Darf ich das vorsingen auch? Ha? Das ist mehr fleischig, das heißt der Schweine nicht. Muss ich aufplatzen. So. Und da musst du ein bisschen stauten, sonst kannst du es gar nicht singen, gell? Und dann, die Schweine nicht, das fängt so an. Zau, zau, hat ein Schwein an Kopf und wir haxen auch. Oh, 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 und wenn man es genau betracht, ho, ho, hat's ein Schwarf auch. Der erste Strafe, Mensch. Kannst du noch dreimal klatschen? Jetzt haben wir noch drei. Oh. Soll ich noch einmal trinken? Denk vor euch da nicht. Zweite Strophen. Oh, oh, und. Wenn man ein Messer nimmt, und. Schneidet ein Schwarf, dann hat man ein gestutztes Sau, und ein Schwarf, Die zweite Strafe, meinst du? Ja. Dritte Strafe. Wenn man das Picken kommt,
pickten Schwarf an. Dann hat man a pickte Sau und dann Schwarf drauf. Das ist ganz so schwer, ha? Die letzte, die gefällt mir am besten. Und nimmt man den sauberen Schwarf und zieht recht gar an. Dann ho man den Schwarf in die Hand und Sau läuft davon. Danke, gell? Ich hab gesagt, ja, ich bin erlehrt. Nein, das, bin ich durchgekommen, praktisch gefallen, aber beim theoretischen durchgekommen. Das Lied hat mich ausgerissen, Papa. Ja, jetzt bin ich bald fertig. Ich hoffe, ich habe nur Werbung gemacht. Wenn Sie Interessenten finden, können Sie schon bereitstellen. Der Cage heißt ja... Wie heißt der Cage? Richtig, Holla, der Radio. Und da möchte ich noch abschließend ein Lied singen mit euch. Ihr singt den Refrain und ich singe die Strophen und ihr den Refrain. Und so singen wir dahin, gell? Wenn wir fertig sind. Geht's auch? Seid's gerecht? Ich sehe gar nicht mehr, was ich wurscht. Hören tue euch, das ist wichtig. Hören tue euch, sag mal. Kann man dann A? B? Sag mal. Sind wir schon dort? So, aufplatteln, ich bin nicht mehr. Ja, passt. Wir fangen mit dem Raffarin an, gell? Seid's gerecht? 3, 4! Holla der Radio, holla der O, holla der Radio, was sagst denn du? Die eine hat eine große, die andere hat eine kleine, die meisten haben wir leider nicht, haben Taschenmoney. Holla der Radio, holla der O, holla der Radio, was sagst denn du? Da Weinstock trock Reben, der Mooskrug trag Bier und ich trag auf den Scheinenhorn, so kommt's mir fair. Holla der Radio, holla der O, holla der Radio, was sagst denn du? Weil das Bier ist gut trinken und der Wein ist recht süß und oft hau ich mein Schädel an, aber zum Hormgeil bleib nicht mehr fürs. Holla der Radio, holla der O, holla der Radio, was sagst denn du? Und euch scheine Grüß. Pfiat euch! Jetzt zusammenbacken. Und wenn Interesse besteht, fahren beim Harry beim Grillstand einmal. Nee. Ja, passt. Pfiat euch gut. Nehmen wir mit. Servus.